Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Ja, das Nostradamus-Rätsel, irgendwie wollte das von mir nicht gelöst werden, also machen wir mit der Hauptquest weiter. Sequenz 5, Erinnerung 2, La Halle au Blé. Bei der Untersuchung der Halle au Blé gilt es herauszufinden, was Lafreniere vorhat. Okay, machen wir. Nun gut, Lafreniere. Wo versteckt ihr euch? Arno, ich will hier runter. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Lafreniere scheint etwas Großes zu planen. Aua, mit Speckier, lauf! Ach du Scheiße. Ist dir die Hose etwa zu eng? Was für eine Hose? Ist da irgendjemand? Ne. Hier ist niemand. Die haben mich gesehen. Ich muss ja immer irgendwo einen Ort zum Versteck finden. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Hm. Nom de Dieu! Die Pulverlager, sie wird auch gehen! Nein, selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Was? Oh, runter durch, alles klar. Warum denn, Arno? Läuft doch wie am Schnürchen. Hoch mit dir. Holla die Waldfee. Springt!
deswegen, liebe Kinder, baut keine Häuser aus Holz. Elegant. Ja, bloß nicht auffallen. Gut. Erinnerung abgeschlossen. Keine Pistolenkills ausgeführt und Objekte habe ich auch nicht über und unterquert. Boah, der wollte mit der Pistole nicht schießen, der Depp. Achso, ja, ich glaube, den habe ich mir schon mal geholt, aber ist ja egal. Man euch zur Hilfe kommen und ihr verkloppt einen dafür, ja? Okay, bin tot. Wieder keine Medizin mehr. Ich halte es nicht aus. Der Medizinvorrat ist niedrig. Ja, nee. Nicht vorhanden. Sollte da stehen. Leuchtbombe will ich nicht. Aha. Das nützt mir doch auch bloß im Multiplayer. Na Jungs? Schon mal die Barriere, alles klar. Lauter Zeitungen hier einfach mal so eben lesen. Im Schnelldurchlauf. Was glaubst du, wo du hingehst? Du hast das Problem. Sequenz 5, Erinnerung 3, der Prophet. Der Großmeister des Pariser Ritus, Chrétien Lafrenière, sammelt seine Truppen auf dem Cimetière
des Innocence. Sein Tod wird den Angriff vereiteln. Arnos maßgeschneiderter Mantel gibt es als Belohnung. Cool. Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Sollen wir mit ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters. Die kommen schon alleine klar. Du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft. Lafreniere eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Es gibt 4 Zugänge, 42 Wachen, 5 Verstecke und 4 Alarmglocken. Toll. Das wird sowieso eine Trial-and-Error-Aktion hier schon wieder. Der Friedhof der Unschuldigen. La Cimetière de l'Innocence. Komm ran. Was geht hier vor? Einige Friedhofswärter haben mehr gehört, als sie sollten. Sie sind in den Katakomben. Also muss die Leibwache des Meisters sie rausholen? Danke, übertrieben. Die Bastarde wehren nicht. Sitzen fest wie Checken. Sie sollten besser tun sein, wenn der Meister eintritt. Die Glocken mal alle schön sabotieren hier, damit keiner unnötig Alarm schlagen kann. So, irgendwo müssen noch 2 Alarmglöckchen sein. Da vorne ist eine. Oh, scheiße. Drei Wachen zwischen mir und der Alarmglocke. Das habe ich so aber nicht bestellt. Tschüss. Du bist ein Witz, du Hund. Auf ein Wort! Haltet ihn! Ich bin gar nicht da. Ja toll, eine Glocke läuten sie. Denn das erlaubt. Welche Freude auch. Hey, Arno. Hi. Hallo, mein Freund. Arno, alles Gute. Wie geht's dir, Freund? Ausbluten! Stirb! Der Verräter! Diese Schande des Schalotes!
Die Typen hätten wir. Untergrundwiderstand verfügbar, das ist ja schön. So, irgendwo müssen hier die Pläne sein, die ich beschaffen soll. Dann schauen wir doch mal. Ja, viele Alarmglocken gibt es hier nicht mehr. Es gibt nur noch eine. Eine, die ich noch nicht sabotiert habe. Sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Noch leichter hätten sie es mir kaum machen können. Karte der Schutzmaßnahmen. Eine Karte der Sicherheitsmaßnahmen, die die Templer für ihre Versammlung getroffen haben. Aha. Naja, wenn du das einfach findest, Arno. Hab ich dich. In einem Heuhaufen warten. Okay. Das sieht so ein bisschen aus wie Almua Lim aus Assassin's Creed 1. Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. Komm zu mir. Ist alles vorbereitet? Oui, Monsieur. Die Männer kennen ihre Pflicht. Die Bastarde entkommen uns nicht. Sehr gut. Der Feind stand uns das letzte Mal im Weg. Ja, Meister. Oh!
Hallöchen. Ihr seid also der Großmeister, ja? Sterbt. Regelrechter Krieg ausgebrochen. Ja, ich weiß, dass das kampfunfähig ist, aber ich kann ihn gerade nicht eliminieren. Jetzt geht's. Steh nun auf, mein Bruder. Traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann, ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergebt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. Du wirst mich nicht. Alles klar, dann darf ich den. Dann darf ich Lafreniere gleich nochmal töten. Aua. Lass mich in Ruhe, ihr Terroristen. Der Schütze, ach, da oben versteckt er sich. Sau. Ich gebe nicht auf, du Hurensohn! Wie hast du mich gerade genannt? Zeig dich, du Bastard! Scheiße! Das funktioniert diesmal ein kleines bisschen schlechter. Weiß gar nicht wieso. Und wir können das Ganze nochmal. Warum lassen die mich außerhalb des Heuhaufens auch spawnen? Das ist doch scheiße. Verfechter der Wahrheit nicht so leicht zu besiegen sein werden. Einheit, Stärke, Tugend. Haltet euch bereit, Brüder. Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite. Nicht gut. Leon, was ist passiert? Komm, komm her, komm. Zeugen? Ich weiß, dass jemand etwas gesehen hat. Put, 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 put.
Ist alles vorbereitet? Wings, die Männer kennen ihre Pflicht. Die Bastarde entkommen. Sehr gut. Das Feindstand ist das letzte Mal. In einem. Mit deinen adligen Freunden. Er kann nicht gewinnen. Und meine Verbündeten. Mir geht's gerade nicht so gut. Weg hier. Also bist du plötzlich weg hier. Lauf doch mal, Arno. So, dann gucken wir uns die Sequenz nochmal an. Und dann nehme ich gleich einfach die Beine in die Hand und renn weg. Ihr traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann. Ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergebt es ihm persönlich. Ja, Meister. Wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. Ja, hallo, falsche Richtung. Ich werde dich finden und dann lege ich dich rum. Ja, ja, versuch's mal. Tschüss. Entschuldigt, meine Herren, ich muss hier mal durch. So, Gebiet haben wir schon mal verlassen. Jetzt mit Plus zu sehen, dass ich anonym werde. Sehr gut. Erfolg freigeschaltet, die Wurzel allen Übels. So, ja, Attentate aus der Deckung. Ich weiß gar nicht, warum die das erste nicht gezählt haben. So ein Attentat aus dem Heuhaufen ist aus der Deckung. Aber was soll's. Wir haben diese Erinnerung abgeschlossen. Ui. Was geht denn jetzt ab? Novize, Bischof hier. Du schlägst dich gut bisher. Ich gebe dir einen kleinen Boost. Wir haben einen gewaltigen Durchbruch erzielt. Durch tiefgehende Datenanalyse erfuhren wir, dass der Weise, den wir suchen, ein Großmeister der Templer war. Derselbe Mann, den Arno verfolgt. Viel besser geht es ja gar nicht. So, alle Updates wurden installiert. Nutze sie sinnvoll. Wir hören uns. Im Fähigkeitenmenü wurden neue Assassinenfähigkeiten freigeschaltet. Meister der Einhandwaffen, Meister der Stangenwaffen, Meister der schweren Waffen, Abrollen, Luftdoppelattentat, dickeres Fell, Schlossknackergeselle. Um diese zu kaufen, benötigen sie Sync-Punkte. Sie erhalten Sync-Punkte, wenn sie Einzelspieler- oder Koop-Missionen abschließen oder indem sie Sync-Punkt-Fundstücke sammeln. Alles klar. So, wir haben 5 Punkte zu vergeben. Das finde ich toll. Gesundheitsupgrade 2 gleich mal kaufen. Und damit sind wir, was Sync-Punkte angeht, schon wieder pleite. So. Keine Ahnung, warum der Ort jetzt hier wechseln musste, aber auf alle Fälle sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity wieder. Bis dahin.
Bye, bye. Je te cherche, où es-tu?